Die Schweiz, das zeigt auch unser Wettbewerbsbericht, ist relativ gut aufgestellt. Aber man darf nicht vergessen, der Wettbewerbskampf, vor allem im Bereich der neuen Technologien, wird sich verschärfen. Und Staaten wie China, aber auch Amerika, investieren enorme Summen. Wir müssen also ja nicht glauben, dadurch, dass wir heute innovativ sind und konkurrenzfähig, dass das auch morgen noch der Fall sein wird. Dazu braucht es viele Anstrengungen, nicht nur von der Wirtschaft, sondern auch von der Politik. Ja, die größte Bedrohung, die ich sehe, ist eine externe Bedrohung. Das heißt, dass durch Handelskriege, dass aber auch im Verhältnis zu Europa die Offenheit, die der Schweiz so gut ansteht und die auch ein wesentlicher Faktor für die enorme Entwicklung der Schweiz in den letzten Jahren war, dass diese Offenheit einfach nicht mehr möglich ist, dass Schranken errichtet werden. Das ist meine größte Sorge, denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind ein sehr stark exportabhängiges Land.